Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Roblox Bed Wars zusammen mit Roblox Felix und Roblox Paul. Abonniert die beiden gerne und viel Spaß mit dem Video. Warte, bei uns beiden sind die Arme so weit unten. Ja, ja. Was ist los mit uns? Oh, in der Lobby ging das noch, aber unsere Hinter... Ja. Aber jetzt guck jetzt mal von hinten an, Paul. Was? Das ist sehr cool. Das sieht doof aus. Ja. Das erste, was man machen muss, ist natürlich erstmal alle Materialien hier für sich beanspruchen, dass niemand sie kriegen kann. Genau, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, und ich bin mir immer noch nicht sicher, aber ich glaube, es macht mehr Sinn, in der Third Person zu spielen, weil alle Pros spielen immer in der Third Person, aber ich mag First Person lieber. Ich auch. Und an der Stelle schreibt mir mal in die Kommentare, spielt ihr in der Ego-Perspektive oder in der Third Person Roblox Bed Wars? Würde mich wirklich interessieren. Die erste Runde ist übrigens sehr entspannt, weil wir Paul erstmal das Spiel zeigen. Ja, was du erstmal brauchst, sind natürlich ein besseres Schwert. Blöcke. Und auch Rüstung ist auch wichtig. Dein Goal sollte immer sein Rüstung, weil Rüstung behältst du auch, wenn du stirbst. Okay, das ist nice. Dann hole ich mir die. Ich baue das Bett ein. Genau, ich sorge dafür, dass alles sicher bleibt. Das Einzige, was du verlierst, sind halt Blöcke und Schwerter. Ziemlich. Bogen behältst du auch. Du behältst fast alles. Stimmt, hier ist ja niemand. Ja. Weil wir nun zwei Teams haben. Das wird easy. Also ich sorge dafür, dass unsere Base sicher bleibt. Es sei denn, die Gegner greifen an. Dann kann ich für nichts garantieren. Ja, du machst das schon. Talalala. Nice, ich habe einen Diamanten erfarmt. Ja, Diamanten sind gut. Wenn du 5 hast Diamanten oder so, komm zurück. Nein, ich komme hier aber nicht hoch. Okay, so. Dann solltest du Blöcke haben, Bruder. Ja, ich hab Blöcke. Bruder, nein, Zorro, warum machst du das, Zorro? Das war mein Zorro. Ja, das die roten kann man auch mit dem Schwert abbauen, oder? Ich muss nicht extra diese Dinge in die Hand nehmen. Du kannst es auch mit... Nein, nur mit der Spitzhacke. Okay. Typisch. Typisch Roblox. Immer dieses stimmt, Roblox. Das Problem hatte ich auch. Oh, warte, ist das grün oder ist das blau? Das ist... Ah, gut. Jetzt komme ich wieder durcheinander. Grün ist rot. Mit einer Rüstung hier, easy. Du musst einfach merken, grün ist rot, Anton. Ja, grün ist rot und blau ist grün. Team-Upgrades. Ich mach mal für uns... Den Generator, der ist nützlich. Ja, das ist sehr gut. Wie sehe ich denn jetzt aus? Alter, die Rüstung, sieht, dass die mir so gut steht. Ist man langsamer mit der Rüstung? Nein, oder? Nein. Kann mir jemand helfen? Hallo? Nein. Conny. Ja, klar, ich helfe dir. Danke. Yeah, aber das sind alles meine. Ja, ja. Ich muss unser Bett sicher einbauen, ja? Leute. Also wir könnten eigentlich jetzt die Leute schon hops nehmen. Oh, da sind also Leute. Ich baue gerade schon Weg. Ihr könnt jetzt schon versuchen, die Leute hops zu nehmen, aber ich baue weiter das Bett ein. Also du willst schon Weg zu dem bauen? Okay, Paul. Ja, du machst es schon. Ich mach gerade irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, du machst es schon. Okay, ich geh mal in die... Ja, die Perspektive ist viel nicer. Die First Person. Ja, ich finde auch. Ich spiele auch fast nur First Person. Aber im Kampf benutzen alle mal Third Person, weil da hat man ja mehr Reichweite irgendwie. Hat man? Ja, scheinbar schon. Ja, okay, du musst nicht so genau schlagen. Ja. Okay, also der Weg wäre da, ne? Ja. Den gönnen wir uns dann demnächst, würde ich sagen. Nein, wurde gekillt von Flo LP. Nein, warum macht wir Flo das? Dich. Ehrenlos, Flo. Du wirst gebannt. Du wirst sowas von gebannt, ja. Komm, wir haben nicht auf den Discord-Server. Ich hab den Überblick verloren mit dem Einbauen, aber ich finde ihn schon wieder. Ja, du findest unser Bett irgendwann schon wieder. Kann mit Shift sprinten. Ja. Er läuft aber die ganze Zeit lang. Steuerung Shift locken. Ja, aber du willst nicht Shift locken. Ja, im Normalfall. Das willst du nicht. Erst recht nicht, wenn du in der First Person bist. Ja. Wir müssen mal zusammen einfach angreifen. Dann haben wir die. Ja, aber ja, wir will zusammen angreifen, wenn ich gerade das Bett einbaue. Aber weißt du, ich könnte jetzt auch einfach weiter farmen und gewinnen mit Stil. Ich weiß ja nicht, ob du siehst, wie gut ich das Bett einbaue, aber ich baue es echt ein wie ein Meister. Aber ich brauche mal hier kurz mehr Materialien, um das Bett besser einzubauen. Was will der Grüne hier? Ey, das soll aber weggehen, ne? Leute wie dich, die mögen wir hier gar nicht. So, weiter Bett einbauen. Ja, mach das mal. Ich bin sehr gut im Bett einbauen. Machen. Die komplette Runde bin ich dann beschäftigt mit Bett einbauen, das ist so schön. Das ist doch schön, ja. Ja, dann muss ich gar nicht an diesen schmierigen Kämpfereien mitmachen. Widerlich. Gewalt. Widerlich. Nein, jetzt bauen sie es mit Holz ein. Ich bin ein Peaceful Peasant. Dafür gibt's einfach eine Ochs. Ja, aber... Die macht das instant kaputt. Hey! Was? Jemand hat einen Feuerball auf mein Bett eingebaut, geschossen. Ey, ehrenlos, das macht man nicht. Ich hab Spaß mit Bett einbauen. Ist perfekt eingebaut, oder? Was sagt ihr? Ich finde ja. Ja, finde ich auch. Wenn man nicht besser machen können. Gar nicht besser machen können, das sage ich auch immer. Ja, ich muss jetzt mein Bett wieder einbauen, weil irgendwer hat das die ganze Zeit kaputt gemacht. Ehrenlos. Das macht man nämlich nicht. Genau, das macht man nicht. Merkt euch was. Ich nehme jetzt einfach krasses Equipment. Oh Gott, werde gleich sterben. Ich will nicht sterben. Muss hier kurz mal einen Weg platzieren, damit wir auch an dem eingebauten Bett vorbeilaufen können. Weil das nimmt schon ein bisschen Platz ein, ne? Das nimmt echt viel Platz ein. Das hat auch schon vorhin sehr viel eingenommen. Ja. Aber ich werde das Bett natürlich noch weiter einbauen. Das ist ja mein Job. Ja, das hoffe ich. Vor allem das Beste ist, in 9 Minuten... Nee, ich weiß gar nicht. Die Zeit geht ja hoch. In keine Ahnung wie lang gehen alle Betten kaputt. Oh, wow. Deswegen ist meine Arbeit immer für die Katz.
Katz. Ich wollte eigentlich gerade gewinnen, aber irgendwie hat es nicht so funktioniert. Ja, es hat irgendwie nicht so funktioniert. Warte, wenn ich fertig bin mit dieser Schicht des Betteinbauens, dann hole ich sie mir. Kannst du währenddessen einmal bitte meine Betteinbaukünste bewerten? Ich habe auch noch 5 Diamantuse. Hosis? Hosis. Rosis. Überraschungsangriff. Überraschungsangriff? Okay. Und er ist tot, ist tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe alle drei gekillt. Jetzt musst du nur noch ich baue gerade das Bett ein. Sie respawnen halt so schnell wieder. Ich hab nur zugeschaut, ich wollte gar nicht helfen, weil das wäre zu schnell gegangen. Ich habe es so maximal zerstört gerade. Das war heftig. Ja, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch. Hey, da waren gar nicht 10 Dinger drin, da waren nur 5 drin in der Kiste. Jetzt kaufe ich uns natürlich mehr Rüstungsschutz. Wollen wir sie holen? Ja, wir holen sie jetzt mal langsam. Ich versuch's die ganze Zeit. Was wir holen? Ich baue das Bett noch ein. Nein, du hast jetzt genug dein Bett eingebaut. Das ist nicht mein Bett, das ist unser Bett. Kommunisten werden nicht angreifen, Anton. Aber ihr habt es nie richtig bewertet. Das sind zu große Lappen, um anzugreifen. Da hinten kommt jemand. Jemand will uns angreifen. Will er nicht. Dann kümmere dich darum. Ey, wo bist du? Ich brauche deine Hilfe. Du stehst da noch mit dem Bogen. Ja. Ich bin schon im Vollkontakt. Ich habe mich mit der Enderperle hinter ihn geworfen, das war so cool. Und er hatte keine Chance, an meinem Bett einbauen vorbeizukommen, weil so fest eingebaut war. Aha. Yeah. Hey, ihr könnt nicht einfach das Bett der Gegner zerstören. Ich habe unser Bett noch nicht richtig beschützt. Oh mein Gott. Nein, wir haben schon gewonnen! Nein, aber guckt euch mein Bett an! Guckt es euch an! Okay, ich guck mir das Bett an. Boah, das ist so echt verraten, was ich die ganze Zeit gemacht habe und warum das so lange gedauert hat. Warum? Ich habe nicht unser Bett eingebaut, ich habe irgendeine random Stelle eingebaut und unser Bett war ganz woanders. Das heißt, wenn sich jemand durchgegraben hätte, hätte er sich an die falsche Stelle gegraben. Das hast du gut gemacht, Anton, wirklich. Wow. Wir waren so beschützt dadurch. Und dann ging es ab in die nächste Runde, in der ich dann tatsächlich auch mal mitgekämpft habe. Oh, meine Arme sind gefixt. Oh, stimmt, meine nicht. Meine Arme sind jetzt... Ich habe einmal in die Luft geschlagen, jetzt sind meine Arme heile. Ich will auch heile Arme. Aber diesmal werde ich nicht so viel Zeit in Bett einbauen verschwenden. Verschwenden? Was heißt verschwenden? Das war nicht verschwendet, das war gute Zeit. Gut investierte Zeit. Ich meine, stellt euch vor, die ganzen Feuerbälle, die hätten unser Bett getroffen. Wie ist da schon ein Gelber? Was macht der hier? Er hat sich rübergebracht. Es ist crazy. Wetten, der ist so ein richtiger. Ich hab ihn nicht ausgenommen, ich wurde ausgenommen. Er kommt. Warte. Ja, ich hab ihn. Okay, easy peasy. Ja, wie schnell konnte der da schon wieder da sein? Ich hab keine Ahnung. Aber wir holen uns jetzt Diamonds, komm. Nein, unser Wett ist kaputt! Was? Also fast. Oh, sehr, sehr knapp. Oh mein Gott, ey. Will ich einmal kurz das Bett nicht beschützen und der macht diesen? Alles klar. Ich kann nicht dafür. Crazy Places gekommen. Alles klar. Das ist crazy. Er hat, bevor die Runde losgegangen ist, hat er geschrieben, yo, sorry, wenn ich dein Team zerstöre. Ja. Okay. Oh, das ist eine klare Ansage. Nein, ich habe schon wieder nichts gekriegt. Ich hasse es. So, ich upgrade jetzt den Teamgenerator und der gehört jetzt mir. Okay, mach das, Conny, mach das. Oh mein Gott, er kommt schon wieder. Ja, come on. Er braucht einen Hit. Ja, easy. Junge. Er speedet aber auch durch. Was macht Team Gelb eigentlich? Wahrscheinlich 2 chillen so in der Base und er speedet durch. Ja, ich kann mir das echt gut vorstellen. Oh, mein Auge brennt wieder. Wieso? Kann mir jemand das erklären vielleicht hier? Ja, aber der targetet uns. Das ist Stream-Sniping. Das ist illegal. Ich hab ihn? Ja. Oh, Charlene. Wir sterben. Warum sie fliegt? Oh, sie ist so. Oh, ich wäre fast in eine Lücke gefallen und Crazy Blaze ist wieder hinter uns. Okay, doch nicht. Er geht woanders hin mal. Mal, er möchte uns nur ablenken. Das ist ein Ablenkungsmanöver. Ja, das ist es halt wirklich. Glaube auch. Conny destroyed Team Blue's Bett. Ey, warum target ihr Team Blue? Ah, nee, warte, Team Blue ist doch. Ich hab schon wieder Conny mit Conny verwechselt. Ich dachte, du hast schon 2 Teams jetzt auseinandergenommen. Ich? Ja. Warum ich? Weil da zweimal Conny stand. Ja, der Faker einfach noch am Start ist, Leute. Das ist das Problem. Ich komm mit dem nicht klar. Nenn dich mal nicht Conny. Ja, aber. Nein. Warum heißt auch Conny? Niemand heißt Conny. Können wir mal ein bisschen Armory unlocken? Naja. Da hinten kommt wieder jemand. Wir brauchen 4 Diamanten. Lol. Hab ihn runtergeschubst. Oh, er ist gestorben vorher. Wo gibt's denn überhaupt Diamanten? Ah, da gibt's Diamanten. Okay, so. Ja, aber der Mann. Der kommt jetzt mit TNT und dann will er uns umbringen. Nein, er wird komplett verkacken. Ist er hier? Er will wegrennen. Hey, was haben die für komische Items, mit denen sie da so rumhüpfen so schnell? Ist er tot? Ja, oh lol. Er ist bei mir gerade einmal um die Map geflogen und dann wieder zurückgeleckt. Stabil. Der ist runtergefallen, oder? Nee, er hat noch irgendwas, mit dem er... Oh ja, Luftballons. Wo? Er fliegt hier bei mir. Ich bin da. Nein! Hab ihn einmal getroffen? Ich bin einfach runtergesprungen. Oh, er hat überlebt. Schmack, Bo. Boschmack. Boschmack, du sagst es. Und ich bin kein Fan von Boschmack. So wie Conny! Okay. Der hat mir zu früh runtergeschossen. Jetzt wirst du geschlachtet, mein Freund. Na, ich treff Conny nicht. Wieso gibt's das? Jetzt kommt der Knockback wieder so 40 Jahre später. Hab ihn. Und er ist gut.
Bin dazwischen gegangen. Stabil, stabil. Streitschlichter war das. Ich komm so hin und stich den einfach ab. Ah, ich wollte dich einfach mal supporten, die Locals hier, ne? Ja, natürlich, die Locals supporten. Sehr wichtig. Was würden wir denn machen, wenn wir die Locals nicht supporten würden? So, es wird Zeit. Ne, es wird noch nicht Zeit. Oh, oh, oh! Oh, oh. Yeah. Was habt ihr gerade gemacht? Sehr nice, sehr nice. Wir haben ja den komplett zerstört. Hä, hey, warte mal, bei mir lag ein bisschen. Rot kommt? Nein. Gelb kommt. Gelb, also gelb kann nicht kommen. Wir haben alle. Oh, auch gelb kommt. Also es gab doch einen, oh ja. Ja, das ist Crazy Place, den schaffst du alleine. Wie, den schaffst du alleine? Ja, musst du. Ist deine Aufgabe. Ja, sind zu zweit, also. Halt sie unter Kontrolle. Ja, hab sie. Ich hab das Bett, ich hab's. Ja, ich hab das Bett. Oh mein Gott. Gott. Wir haben's gut. Wir machen den jetzt so weg. Wir machen dich jetzt so fertig, Conny. Oh yeah, und jetzt Charlene. Du kriegst jetzt so aufs Maul dafür, dass du uns nicht angegriffen hast. Crazy Place ist tot. Oh, wir haben gewonnen. Nein, der Rote lebt noch. Ja, trotzdem ja, haben wir dadurch gewonnen. Easy, jetzt erstmal zurück in die Base und sammeln. Oh, war das. Boah, das war so gut. Der Rote kommt zu uns. Der Rote ist schon auf dem Weg. Wir haben einfach den Angriff von denen. Wir haben den Angriff von denen einfach. Sehr nah. Wir sind sehr tot. Als ob ihr sehr tot seid. Nein, noch nicht, aber bald halt. Ich habe all meine Ressourcen aufgebraucht, weißt du? Jetzt kannst du aber sowas von einen Abgang machen, Junge. Ja, Bro, du kannst jetzt sowas von Abgang machen. Okay. Yo, hier geflogen. Alles klar. Er hat wieder Luft genommen. Peace. Er kann aber noch mindestens zweimal hoch. Wo ist er? Irgendwo da hinten. Keine Ahnung. Kann ihn nicht mehr sehen. Fersen. Aber er hat eine Diamantrüstung. Ja, den holen wir uns. Aber das war eben so gut. Wir haben den Angriff umgekehrt. Schlechtes Equipment. Ah, naja. Den hol ich mir, denn das Früchtchen hier. Der wird nicht mehr ruhig sein bleiben, dingsen können. Das war cool. GG an euch, ja. Das war echt nice. Das war jetzt ein epischer Fight. Junge, willkommen, cool, Bro. Wie geht's dir so? Ah, Mist. Es hat mich interessiert, wie viel HP er noch hat. Ja, aber was will er machen? Naja, er hat auf jeden Fall in der Zeit jetzt, wo wir in Ruhe gelassen haben, gute Rüstung und so zusammengesammelt. Und ja. Zorro steht die ganze Zeit da und sammelt einfach den ganzen Müll von uns weg. Das bin ich. Boss, lass das! Ich will eine neue Rüstung. Ihr habt alles schon Schön, Eisen dass du eine neue so. Rüstung willst. Ach, wir brauchen bessere Schwerter. Ja, cool. Dann macht ihr ein besseres Schwert. Weil wir im Kampf eben ehrenvoll gestorben sind. Dann stellen wir uns einfach alle hier hin und verlieren deswegen. Nein, wir gewinnen jetzt. Weil wir sind Gewinner. Meins. Gewinner. Ich sehe ihn. Er will wahrscheinlich. Er geht auf Angriff, Leute. Ja. Ich habe ein Eisenschwert. Soll er machen? Ready. Okay, er ist da. Er macht irgendwas. Das ist seine einzige Chance, jetzt auf Angriff zu gehen, eigentlich. Okay, weil je länger er wartet, desto höher ist die Chance. Besser equipped, ja. Oh Gott. Besser sind wir alle gut equipped. Oh Gott, Amino. Oh mein Gott. Er macht eine Sprengung. Okay. Er macht TNT. Ihr müsst zubauen. Ja, hab ich er kann doch. Das One-Hitten, das Bett. Oh, was? Getötet von der Leere. Ich wurde eingebaut und bin dann gestorben. Noch einen Hit gegeben, aber kann jemand seine Dinger zerschießen? Nein, oder? Nein. Ich habe kein Ding mehr, keine Pfeile gerade. Ich habe ihm noch einen Hit gegeben, noch einen Hit. Er muss so low sein. Komm schon. Ja, jetzt sind alle Blöcke, die ich eben gesammelt habe, wieder weg. Nein, er kann immer irgendwie so einen komischen Double Jump. Hier hat er mich vorhin schon gekillt. Dann komm zurück. Er kriegt übrigens auch deine Ressourcen, wenn du stirbst. Ich habe nur 7 Eisen und deinen Diamanten, aber... Okay. Das sind deine Ressourcen und nicht seine. Ja. Merkt ihr das? Mann, wieso werden wir so zerstört? Wir werden nicht zerstört. Wir haben den Angriff gerade erfolgreich abgewehrt. Ja, wir hätten direkt... Das war jetzt eigentlich sein Aus, dass er den Angriff nicht durchziehen konnte. Er kann nicht so viel haben. Ich suche mal Musik raus. Der Streamer. Wenn man das Gameplay sieht, das ist einfach kein so. Ja, Leute, ich hoffe, euch gefällt der Stream aktuell. Ja, oh mein Gott, das ist epische Musik. Ach! So, ich leiste gerade einen wichtigen Beitrag zu unserer Wirtschaft. Wenn ich es schaffe, die wichtige logistische Lieferung zurück zu unserer Base zu bringen, dann haben wir wieder einen neuen immensen Vorteil. Ich habe ihn kurz aufgehalten, aber er könnte gleich kommen. Und das kommt auf einmal so. Bruh. Als ob ich hier durchgesprungen bin! Ist das dein Ernst? Die logistische Lieferung kommt also nicht an. Ja, ich hab dieses eine Loch freigelassen. Ich brauch Blöcke. Please. Gib mir. Gar nichts. Ich muss die neue logistische Lieferung holen. Das war jetzt ein harter Schlag für unsere Wirtschaft. Meins. War unser Militär. Aber das waren fast gar keine Blöcke. Ich spähe aus, wo er kommt. Sehr gut. Aber mehr kann ich gerade nicht machen, weil ich habe kein Eisen und ich habe keine Blöcke. Nichts. Ich bin eben an Blockmangel gestorben. Wegen diesem einen Loch, das ich nicht zubauen konnte. Nochmal werde ich nicht an Blockmangel sterben wollen. Ich begleite dich. Ich eskortiere dich. Du exekutierst mich? Warum machst du das? Oh, jetzt sind die Lieferungen aber nicht mehr so wertvoll wie vorhin. Oh. Und da hinten ist jemand. Ja. Wir gehen die gefährliche Route. Weil no risk, no fun. Wollen wir ihn angreifen? Er sammelt die Gems hier ein. Die Schmackbrot-Gems. Oh Gott, lass ihn nicht die Smaragd-Rüstung bekommen. Er hat schon Smaragd-Schwert.
Oh Gott. Er hat aber gute Hits bekommen. Come on. Nein. Warum hat der hier immer so einen Double Jump? Wie geht es? Er hat wahrscheinlich einen Kit dafür. Das ist irgend so ein Swing-Ding. Swing dein Ding. Kein Swing-Ding. Nicht das Swing-Ding. Das ist einfach zu OP. Ja. Ist das Void Regen Kit. Genau. Damit haben wir es also zu tun. Genau. Ich habe ihm 45 Schaden gemacht. Ich habe ihm so gut Schaden gegeben. Das ist gut. Das nice. Ist gut. Ich mache gerade wieder Logistik. Er kommt von rechts. Von rechts? Dann komme ich jetzt von rechts. Er wird mich jetzt von rechts sehr hops nehmen gleich. Nein, ich komme dazwischen. Ich komme. Du musst es nur mit der Brücke schaffen. Komm. Kaiser, Feuer eröffnen. Rauf da. Rauf da. Rauf. Kaiser. Oh. Ich sehe ihn. Er hat einen Hit. Noch einen Hit. Er will angreifen. Oh, du musst helfen. Ah. Er ist runter. Oh, nein. Nein, das ist schlecht für uns. Warte. Er kann sich absolut safen. Nicht, wenn ich... Er kommt wieder und ich habe keine Pfeile. Er ist hier. Ach Gott, ich kann nichts machen. Ja, jetzt. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ich habe ein besseres Schwert. Okay, das hört sich nicht gesund an, was da los ist. Okay, er ist kurz bei uns. Oh, Zeug, links. Seht, ich habe einen seiner Ballons ploppen lassen, aber das hat nicht gereicht. Okay, okay. Das Problem ist unser Bett. Nein, das Problem ist nicht unser Bett. Je länger wir es schaffen, durchzuhalten, desto stärker werden wir und er kann irgendwann nicht stärker werden. Ja, aber desto länger wir durchhalten, irgendwann breakt unser Bett und das ist bald. Ja, aber bis dahin sind wir stärker. Willkommen zurück. Wir haben ihn jetzt schon ein paar Mal nah an die Grenze gebracht. Ja, das ist eine kritische Situation, in der wir uns aktuell befinden. Aber wir haben trotzdem den Vorteil, das stimmt schon. Ja. Wenn wir alle gut equipped sind, sind wir halt... 4 Leute, die gut equipped sind und der eine. Und da hilft dann der Doppelsprung auch nichts mehr. Hoffen wir. Ja, wenn das alle runterkickt. Irgendwie ist das schon ziemlich stark. All bets will break in 60 seconds, okay. Genau, das ist das Problem. Egal, wir holen uns jetzt Rüstungsschutz und Schaden und nochmal Rüstungsschutz. Nee, dafür hat es nicht gereicht, Chuck. Okay, das ist echt ein Problem eigentlich. Wir müssen uns sammeln und wirklich Vollgas auf Upgrades jetzt geht. Ich würde sagen, wir gehen darauf, dass jeder von uns Ballons hat, 6 Stück. Ja, aber dafür brauchen wir Smaragde und der hält die ganze Zeit die Mitte. Ich habe schon mal 9 Ballons. Wir greifen ihn jetzt einfach zusammen an. Wir greifen ihn zusammen an? Jetzt? Wir gehen einfach zusammen auf den Dorf. Wir gehen jetzt zusammen erstmal klatschen, ja? Ein bisschen. Ja, okay. Wir gehen jetzt wirklich alle zu 4. Auch du, Zorro. Und Zorro hatte irgendwie kein Interesse daran, sich bisher eine Eisenrüstung zu holen. Okay, er ist ja noch nicht direkt auf... Ja, er ist okay, aber direkt auf mich gegangen. Okay, dann direkt drauf. Egal, dann direkt drauf, dann direkt drauf. Zugriff! Wir haben ihn gut, wir haben ihn gut. Er macht wieder diesen. Mann. Ist in Ordnung, dass er diesen macht, weil jetzt haben wir die Smaragde aus der Mitte. Soll ich nicht dranbleiben? Wenn du kannst. Nein, du gehst nicht alleine. Wir sind zusammen. Okay. Oh mein Gott. Das Zweite ist auch schlecht. Oh mein Gott. Ja, das war auch... Wir haben einen Mann verloren. Ja, siehst du. Ich habe ihn 15. Er ist low, er muss low sein. Rein. Ich habe ihn erwischt. 7er. Rein. Nein, ist ja. Gut. Ja. Ja, schön, schön, schön. Ja. Yes. Gut gemacht, Leute. Stabil. Stabil. Wir haben es geschafft, zu viert gegen eine einzelne Person zu gewinnen. Daumen dafür hoch. Ja. Like den Stream, wenn ihr schon mal zu viert gegen eine Person gewonnen habt, Leute. Ja, Mann. So spielen richtige Pros. Und das war's dann mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, abonniert die anderen beiden. Bis dann und ciao.